Ja, es ist mal so, dass wir selber ein wenig überrascht worden sind. Die Polizei hat die Zufahrt zur eigentlichen Nord Stream-Anlage heute Morgen abgeriegelt. Also wir kommen gar nicht direkt an das Werksgelände heran. Es wird hier jeder kontrolliert. Medienvertreter werden nicht reingelassen. Es ist also eine offenbar hochexplosive Lage, zumindest was also auch Filmen etc. betrifft. Es ist ganz einfach so. Eine solche Unterwasserleitung, die braucht ein Zertifikat. Und momentan ist der Stand eben so, dass dieses Zertifikat einmal im Jahr überprüft werden muss. Also das ist ähnlich wie beim TÜV. Da ist nicht zwangsläufig so, dass etwas repariert werden muss, sondern es wird gecheckt, ist alles in Ordnung. Hier in Lubmin selbst, da wird eine Verdichterstation tatsächlich überarbeitet. Ansonsten wird also geguckt, sind die Ventile unter Wasser in Ordnung? Sind die Schweißnähte dicht? Und sollte sich dann herausstellen, dass es tatsächlich Schäden gibt, dann hat man also Teams, die unter Wasser schweißen können, dort eventuell Reparaturen durchführen können. Die Nord Stream 1, die ist jetzt 11 Jahre in Betrieb. Normalerweise geht man davon aus, dass also so eine Unterwasserleitung 50 Jahre arbeiten kann. 10 Tage sind angesetzt, also wenn nichts Gravierendes gefunden wird bei dieser Überprüfung, wenn das Zertifikat erneuert wird, dann ist das auch in 10 Tagen durch. Diese Erfahrung hat man ja in den vergangenen Jahren auch gemacht. Da gibt es auch so Details, dass dann entlang der Leitungsstrecke Notfalltelefonverbindungen mal getestet werden. Also da gibt es ja ein System, dass man dort miteinander verbunden ist, dort wo die Leitung langläuft, um eben selbst wenn mal ein Leck kommen sollte, von dem man sagt, dass es eigentlich nur im theoretischen Bereich möglich wäre, um dort also dann schnellstmöglich reagieren zu können. Das ist erstmal hier die Situation. So, hier sind die Leitungen jetzt alle ruhig und wir sind natürlich auch hier vor Ort in einer, ja, quasi schizophrenen Situation. Also hier in Lubmin kommt auch Nord Stream 2 ran. Und Nord Stream 2, das wissen wir ja, da hat die Politik entschieden, wird niemals in Betrieb gesetzt werden, weil man mit Putin keine Geschäfte mehr machen will. Andererseits hoffen alle, dass Nord Stream 1 in 10 Tagen so hoch wie möglich gefahren wird und vielleicht wieder zur vollen Auslastung kommt. Und Lutz, du versuchst natürlich für uns so nah wie möglich ranzukommen.